Zentrum zurückholen. Hab gehört, wir bringen den Kampf zu ihm. Oh. Ich glaub's nicht. Hey, Leute. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Nicht mal Isaac ist so verrückt. Hab ich gehört. So, mein Name ist Chris. Last of Us 2 Part spielen wir. Hat er mich gesehen? Ich sehe sie nicht. Verteilt, überprüft den ganzen Hof. Kann nicht weit sein. Und jetzt? Seht ihr sie? Alles gesichert hier. Nicht. Das bist du doch nicht. Also unsere Ellie hat nicht viele Freunde, denn die meisten schaltet sie tatsächlich aus. Wo ist das Typchen hin? Gehabt? Sie hat doch nicht geschossen, oder doch? Ich weiß es nicht. Aber gefühlt hätte da ein bisschen was drin sein können. Oh! Ein bisschen warten, der Hund könnte bald irgendwann hier ankommen. Noch eine Soldatin verloren. Findet sie schnell.
Es hat hier noch einen erwischt. Wir müssen sie aufhalten. Ja, müsst ihr. Unbedingt. Ich hab sie! Vorwärts! Oh, Scheiße! Lass ihn los! Willst du mich veralbern? Das war doof. Total kacke gelaufen. Vor allen Dingen, warum die keine Munition haben? Ich weiß es nicht. Okay. Das war doof. Oh. Oh. Genau so. Das hier ein Kullerpfer hinter. Das schafft ihr nicht. Die haben alle noch so Revolver. Anstrengend. Revolver.
Hier muss nur irgendeiner sein, so ein Aussichtspunkt. Da war noch einer. Ein bisschen doof vom Timing her, dass die Lebensenergie hätten wir ja uns sparen können. Aber gut, haben wir erstmal soweit alle ausgeschaltet. Oder ich glaube, sind alle weg. Hier waren wir gerade. Rumliegen sehen, dann nehmen wir das doch mit. Wäre ja schade drum, wenn wir das jetzt liegen lassen und nicht mit nutzen. Ansonsten haben ein bisschen wenig Munition für die Pistole. Da war echt der eine Kampf war total sinnlos. Die hätte ich anders ausschalten müssen sollen. Und ich weiß nicht, warum ich hier die Waffe nicht mitnehmen kann. Generator haben die. Hier ist nichts. Spontan entscheide ich mich für die linke Tür. Das nehme ich mit. Oh, 152. Ich weiß nicht, wo was ich das einsetzen soll. Kann mich echt nicht entscheiden. Sind hier noch welche? Ein bisschen ist es doch nicht verkehrt. Weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Aber egal. Bist du das, Nora?
Musik. Hä? Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade so völlig planlos. Hier ist alles zugebaut. Hier können wir auch nichts mitnehmen. Das, was hier rumliegt, das haben wir alles. Brauchen wir nicht. Wobei, wir könnten noch mal Pfeile machen. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Hier kam ich an. Oder hier kamen wir an. Hier geht es auch nicht dolle weiter. Auch nichts. Das hier hinten sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wir gleich runter. Ja, hätte dir nicht dein Wachen gespart, wäre Abby noch in ihrer Zelle. Scheiße, wann war Abby hier? Bin ich blöd. Du wirst uns sagen, wo sie hin ist. Wenn Isaac darüber mit uns redet, sage ich, was meiner Meinung nach passiert ist. Ihr könnt mich mal. Ich hab zu tun. Nora! Für die lasse ich mich nicht umbringen. Kein Mucks. Hallo. Weg mit dem Scheiß. Erkennst du mich? Ja. Du erkennst mich. Was willst du? Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lasse ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo ist Abby? Hörst du ihn noch schreien? Was? Ich höre ihn jede Nacht. Ja. Ja, der kleine Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Du Mist! Hilfe! Halt mich hin! Hilfe! Irgendwer! Oh Gott, wie ich renne. Ich habe keine Ahnung, wie lang renne.
Die anscheinend auch nicht. Biest. Oh, da sind Spuren. Na, man wird gleich komisch gucken. Warum ist der Strom an? Ist egal. Findet den Eindringling. Warum rennt er da vorbei? Hier drüben! Die dann auch sich verwandelt? Früher oder später? Hat hier das ja eingeatmet. Wir nicht, also uns stört das nicht. Wir sind im Mond. Aber halt die anderen. Gucken da mal ein bisschen komisch. Komm, schnell. Okay. Wo bist du hin? Ist es dunkel? Gucken, dass ich ungefähr sehe, wo ich hin muss und kann. Obwohl, die sehen das ja nicht, aber... Muss doch mal ein bisschen anmachen. Nix. Ach, hier ist noch was.
Ah, da hustet sie. Wir können es aussetzen. Oh Gott. Oh Gott. Abby. Du atmest Spuren. Du bist es. Bist du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, ha? Huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen? Das ist deine letzte Chance. Ich verrate meine Freunde nicht. Kann ich noch was anderes machen? Ich werde sie unbedingt drücken. Na okay. Dann halt doch. Okay, wir können noch mal. Wow, dramatische Musik. Ich bin's. Die muss mal schlafen. Ellie. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Machen dich sauber. Arme hoch.
Sie hat geredet. Schon okay. Ich will dich nicht verlieren. Gut. Wo sind wir jetzt? Hab einiges zurückgelassen. War die nochmal im Krankenhaus am Ende vom ersten Teil? Halt! Noch was. Na, hast du es bald? Jetzt. Schön. Komm schon. Da muss doch irgendwas sein. Nichts. Das sieht fast so aus wie am Ende vom ersten Teil. So, weiter geht's. Bist du was? Nö, du bist nicht. Ja, da geht's weiter. Die ist nix. Deswegen können wir auch gleich weitergehen. Ich hätte noch den ersten Teil spielen sollen. Ah, naja, kommt auf meinen Twitch-Kanal.
anschließe. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige... Ellie! Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Wie hielt sie auf? Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. So. An dieser Stelle machen wir erstmal Pause. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hui. Also sie weiß doch, was passiert ist. Weiß nicht, ob die dann wieder besser klarkommen, aber ich dachte schon. Denn so wie sie um ihn getrauert hat und nach dem, was sie jetzt alles so durchmacht, wegen des Verlustes an Joel, hat sie ihn doch verziehen. Glaube ich zumindest. Gut. An der Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, wieder einschaltet. Würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.